einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Schöner Gesang. Das klingt aber wirklich schön. So müsste man singen können. Ach du Schreck! Das hätte aber ins Auge gehen können. Warum sind wir Bienen nicht größer? Nur weil ich so klein bin, wird der Vogel frech. Frechheit. Ach, jetzt mache ich ein Nickerchen. Wer weiß, vielleicht träume ich was Schönes. Au, das hat wehgetan. Nanu, schon wieder. Warum falle ich immer links wieder zwei, von den drei, Blättern links runter? Vor drei, vier, links vor drei, vier, Abteilung! Halt! Wir sind auf einer merkwürdigen gelben Brücke. Ich habe sowas noch nie gesehen. Eine Riesenbiene! Hätte sich verkannt! Schnell! Machen wir, dass wir hier wegkommen! Schnell! Ah, das würde euch schon passen, mich hier allein liegen zu lassen. Schnell in Deckung! Das sind aber winzige Ameisen gewesen. Die Blumen und die Gräser sehen aber auch viel kleiner aus als sonst. Das ist doch wieder der Vogel von vorhin. Was habe ich denn bloß getan? Warum ist der dauernd hinter mir her? Hilfe! Es ist das Ende! Das ist sehr merkwürdig. Ich habe hier auf einmal so einen großen Bauch wie der Vogel. Und hinten bin ich auch größer. Sag mal, bist du nicht zufällig die Maya? Ja, freilich. Sie hat sich auch von mir erschrocken. Also bin ich doch größer geworden. Das ist prima. Ich bin groß. Ich bin groß. Juhu. Juhu. Sag, Herr Tausendfüßler. Oh Schreck, eine Riesen-Maya. Hab keine Angst. Warum läufst du vor mir davon? Aber du hast bestimmt keine Angst vor mir. Oh, eine Riesenmaja. Hilfe, Hilfe. Komische Leute sind das. Ich bin doch nur ein Stückchen gewachsen. Ich brauch kein Zeppelin und keinen Dampfer. Hab ich nur Butterblumen und Sauerampfer. Tralala, tralala. Guten Morgen, Flip. Guten Morgen, Maja. Tralala. Hilfe, Hilfe. Die Maja ist eine Riesen geworden. Hilfe. Nur weg, ist ja schrecklich. Nein, fürchterlich. Also du benimmst dich wirklich albern, Flip. Sei vorsichtig, dass du mir nicht wehtust, wenn du mich so am Kragen packst. Nein, ich pass schon auf. Also, ich bin ganz schön groß geworden, stimmt's? Ja, aber wie um alles in der Welt ist das passiert? Bilde dir nur ja nicht ein, dass das unbedingt von Vorteil sein muss, wenn man so groß ist, Maya. Ach, ich kenne dich doch, Flip. Das sagst du bestimmt nur, weil du neidisch bist. Gib's ruhig zu. Also, mach's gut. Maya, warte. Da auf dem Platz sitzt der Willi.
Das alte Bienensprichwort hat schon recht. Ein schönes Sonnenbad schon immer Wundertat. Das ist eine große Wolke, die sieht aus wie die Maya. Nein, das ist ja die Maya. Na. Willi, nun nimm dich mal zusammen. Sag mal, bist du's nun oder bist du's nicht? Hm? Natürlich. Was meinst du, Willi, wie toll das ist, wenn man plötzlich so groß ist? So, die macht vielleicht einen Wind? Ja, was fällt dir ein? Bläst mich einfach weg mit ihren Riesenflügeln. Ja, will sich denn heute gar nichts fangen? Na nu, wer ist denn das? Na nu. Hilfe, Maya, Hilfe! Ja, schrei du nur ruhig um Hilfe, mein Kleiner. Es wird dich nur keiner hören. Du kommst uns gerade richtig zum zweiten Frühstück, mein Junge. Ich wollte schon immer mal einen Komiker probieren. Sie werden doch nicht den Willi verspeisen. Hä? Hab ich doch eben was gehört. Flieg los und sieh nach, wer da ist. Angst. Na, hoffentlich finden die mich hier nicht. Ja. Was ist los? Warum schreist du so? Ja, sieh mal dort drüben hinter den Blättern. Eine Riesenfliege! Die haben sich aber ganz schön erschrocken, als sie gesehen haben, wie groß ich bin. Willi, sie sind ja weg. Nee, wirklich? Ja, sie sind weg. Ich habe sie verjagt. Oh, schön. Da siehst du mal, wie gut es ist, wenn man so groß ist wie ich. Oder nicht? Tja, also... Hallo, ihr da! Hallo, Honigbienen! Hallo, ich bin die Maya! Ah, was ist denn das da oben? Guck mal! Hallo, Herr Wächter! Sieht aus wie eine Honigbiene, finde ich. Aber ich habe noch nie eine so große Honigbiene gesehen. Wir schlagen jedenfalls erstmal Alarm. Alarm! 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 Was ist? Warum schwirrt ihr alle weg? So, aber jetzt nichts wie rein und Türe zu. Warum habt ihr das Tor zugemacht? Lasst mich doch rein! Oh, macht auf! Ihr müsst euch doch nicht fürchten! Ich bin die Maya! Sagt der Königin Bescheid, das Monstrum versucht einzudringen! Weg da! Weg da! Na nur, hehe! Warum jagt ihr mich weg? Ich bin eine Honigbiene, genau wie ihr! Hör mal, Kind, du da! Bitte schrei doch hier nicht so rum. Ich bin gerade beim Eierlegen und da macht mich gerade jemand nervös. Ach, Sie sind wohl die Königin von diesem Stock. Ich bin auch eine Honigbiene und heiße Maya. Ja, ja, du bist zwar riesengroß, aber aussehen tust du wie eine von uns. Na klar, sieh mich nur genau an. Hier und hier. Hm? Und weißt du, was ich besonders gut kann? Klößchen aus Blütenstaub machen. Pass mal auf. Na, was ist? Wo bleiben die Blütenstaubklößchen? Maya, was ist denn? Was hast du? Wach auf! Was soll denn die dumme Strampelei? Werde doch endlich wach! Na sowas, du bist es, Willi? Freilich bin ich der Willi. Bin ich vielleicht ein Krokodil? Aber wieso denn? Hm? Ich war doch... Jetzt bin ich auch... Ja, ach, jetzt verstehe ich. Das habe ich alles nur geträumt, dass ich so groß bin. Ja, bin ich froh. Ach, ist das schön, dass ich so eine kleine Honigbiene geblieben bin. Oh, Maya, nun flieg doch nicht schon wieder irgendwo hin. Jetzt lass uns erst mal in Ruhe was frühstücken. Guck mal, wie klein ich bin. Morgen, Maya. Ja, ja, iss nur tüchtig, damit du groß und stark wirst. Nein, lass mal, Flip. Es ist schon gut so, so wie es ist. Hat die ganzen Blumen abgeknickt. Das weiß ich. Das nächste Mal lege ich mir vorsichtshalber einen kleinen Honigvorrat an. Für Schlechtwettertage. Ich habe heute noch kein Tröpfchen gefunden und habe einen Hunger. Herr Offizier, Herr Offizier! Du bist hier so aufgeregt. Ist was passiert? Ja, ja. Und ob was passiert ist, stell dir vor. Du liebe Zeit, das ist ja streng geheim. Herr Offizier! Herr Offizier! Ich habe eine wichtige Entdeckung gemacht. Was?
Stimmt das auch? Aber natürlich stimmt das. Vorwärts, Marsch! Links vor drei, vier, 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 links vor drei, vier. Na ja, wenn die mir nichts sagen wollen, fliege ich einfach hinterher. Offizier, da liegt es. Mhm, so, so. Ein Vogelkind. Das wäre natürlich eine feine Sache. Da hätten wir mindestens ein halbes Jahr zu fressen. Und das zarte Fleisch, es ist doch höchstens ein paar Tage alt. Trotzdem ist es vielleicht schon gefährlich. Die Vögel sind unsere Feinde. Aber melde gehorsamst, der Vogel schläft ja. Wenn wir alle zusammen angreifen, kriegen wir ihn schon. Das ist natürlich was, was man sich überlegen sollte. Dann zu Befehl. Wir greifen an. Also dann Attacke! Na sowas, ein Vogelbaby! Wie kommst du denn hierher? Mama, Mama, Mama! Mama? Mama wollte meine Mama. Oh, er mag mich, er hat Mama zu mir gesagt. Da seht euch mal die mutige Maya an, die hat mit bloßen Händen den Vogel gefangen. Trotzdem, der Vogel gehört uns. Schließlich habe ich ihn ja zuerst gefunden, ja? Ja, ja, selbstverständlich. Er gehört uns. Die Maya darf ihn uns nicht wegnehmen. Jawohl, sehr richtig. Ich gehe hin. Wartet hier. Oh, nehmen Sie mal Ihre Lanze weg, Herr Offizier. Der Vogel hat Schreck davor. Schon gut, die dürfen dir nichts tun. Ich bin ja bei dir. Ich pass schon auf dich auf. Lass nur, wenn der frisst mit seiner Lanze, ich hab auch eine Stache. Gehen Sie, Sie sehen doch, dass er Angst vor Ihnen hat. Darf man sich vielleicht die Frage erlauben, was Sie mit dem Vogel vorhaben, liebes Fräulein Maya? Na, so eine dumme Frage. Ich will ihn natürlich aufziehen. Aufziehen? Er meint, ich bin seine Mama, also muss ich auch alles tun, was seine Mama tut. Liebe Zeit, die muss nicht mehr richtig im Kopf sein. Wir wollen damit jedenfalls nichts mehr zu tun haben. Verstanden? Die bringt es doch nie fertig, den Vogel aufzuziehen. Wir müssen nur etwas Geduld haben. Wir werden also ab und zu herkommen und nachsehen, wie die Aktien stehen. Vorwärts, Marsch und links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, halt, links, zwei, halt. Drei. Mama, Hunger, Hunger, liebe meine Mama, du Hunger hab ich. Warte. Komm auf meinen Rücken, ich trag dich. Oh, ist so ein Vogel aber schwer. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater wütend schlaf. Die Mutter schüttelt's Bäumelein. Da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindchen, schlaf. Weißt du was? Ich nenne dich Harald. Ich finde, Harald passt zu so einem kleinen Vogel ganz gut. Schlaf, Harald, schlaf. Du bist mein kleines Schaf. Er ist wirklich eingeschlafen. Psst, nicht so laut. Du weckst dir den Harald. Na, Harald, Harald. Wo ist er denn überhaupt, hä? Na, da. Ach, das verstehst du alles nicht. Ich bin doch jetzt Mutter und er ist mein Baby. Du bist Mutter? Das wird ja immer schöner. Maya, das ist ein Vogel. Ja, freilich. Ist er nicht süß, Willi? Jetzt hör mal. Ich hab dich ja immer im Verdacht gehabt, dass du einen Vogel hast. Hörst du? Aber dass er so groß ist, das hätte ich mir nicht im Traum einfallen lassen. Der wird noch größer. Ich zieh ihn auf. Nein, Maya, das geht nun wirklich zu weit. Vögel sind ja schließlich unsere Feinde, oder? Was meinst du, was passiert, wenn der Kohldampf kriegt? Der frisst uns ja glatt auf. Hör mal. Nee. Daran habe ich wirklich nicht gedacht. Also müssen wir ihn gut füttern, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Warte, bis ich wieder da bin. Ich hole ihm schnell eine Portion Blütenstaubkäschen. Ja. Ach, der Willi ist ein Angsthase. Muss es ihm nicht übel nehmen, Harald. Ja, ja, mach nur den Schnabel auf. So. Und noch eins. Und noch eins. Ist nur tüchtig. Ich hol dir noch mehr, damit du bald groß und stark bist. Ein Dankeschön, danke. Sieh mal, da sind wieder viele schöne Blütenstaubklößchen. Diesmal vom blauen Glockenblumen. Die sind besonders gut. Ein sehr altes, doch noch brauchbares Bienensprichwort sagt, wer schlau ist, füttert seine Freunde nicht so gut, sonst werden sie übermütig. Jawohl. Aha. Hey, Flip, aufgewacht!
Was ist los? Was ist passiert? Und ob was passiert ist? Ach, Willi, du, was gibt's denn? Brennt der Wald? Viel schlimmer, bei der Maya brennt. Die spinnt nämlich. Leicht getrübt war sie ja schon immer, aber jetzt ist es besonders schlimm. Soll ich dir was sagen? Es interessiert mich nicht. Du kannst sie nicht einfach wieder hinlegen und weiterschlafen. Die Maya zieht einen Vogel groß, Lipp. Ich soll ihn lieber wachsen lassen. Das ist weit weniger mühsam. Ja, sag mal, glaubst du nicht, was ich dir da erzähle? Das haut ein Loch in den Bienenstock. Der schnappt einfach. Sehr schön. Gleich nochmal, Harald. Und hoch, hoch, höher. Immer schön mit den Flügeln schlagen. Siehst du, es geht schon besser. Ich glaube ja. Und jetzt fliegen wir ein Stück. Ach, mein armes Kind. Es hat sich hoffentlich nicht wehgetan. Jetzt bin ich auf den Popo gefallen. Mein Freund Willi würde sagen, ohne Fleiß kein Preis. Also gleich nochmal dasselbe. Werden. Aber vielleicht scheint draußen ja schon die Sonne. Und vielleicht blühen sogar irgendwo schon ein paar Blumen. Und es gibt wieder frischen Honig. Kommst du mit, Willi? Komm schon, du alte Schlafmütze, geh mit. Nein, nein, lass mich, Maya. Geh du nur alleine gucken. Ach, komm doch mit. Ja, na schön, dann eben nicht. Ich gehe jedenfalls raus. Ja. Aha, die Flügel wollen noch nicht so richtig. Naja, ach, wenn doch bald der Frühling da wäre. Hey, Gebi, dein Bett, wieso soll denn nun plötzlich Frühling geworden sein? Dann machen wir wenigstens das Zimmer sauber. Steh auf! Ach, ich will nicht meinen Untergang. In der Sonne ist es ja doch immer wieder schön, nicht? Bald werden am Bach die Weidenkätzchen blühen und auf der Waldwiese die Krokusse. Dann gibt es wieder frischen Honig. Ja, wenn es denn so weit wäre. Nee. Das ist schön! Die Sonne schmilzt den Schnee weg. Mhm. Was ist denn das da, Willi? Oh, das wird ein Schmetterling. Der wartet auch auf den Frühling. Ich habe gesehen, wie die Raupe sich verpuppt hat. Ach, sei doch mal ein bisschen ruhig. Hast du gesehen? Sie ist runtergefallen. Ja, sie fällt immer noch. Da liegt sie. Wir müssen sie da wegholen. Wenn sie so auf dem Schnee liegen bleibt, stirbt sie. Ich bin eine Drohne. Da hat sie aber Glück gehabt, dass wir das gerade mit angesehen haben. Wenn nochmal Schnee draufgefallen wäre, wäre es aus gewesen. Ganz schön groß, so eine verpuppte Raupe. Komm, Willi, hilf mir, ich schaffe es nicht. Augenblick noch. Was ist das eigentlich für eine Puppe, Das weiß ich nicht. Das sehen wir ja dann, wenn der Schmetterling rauskommt. Ach ja? Und wenn es dann soweit ist und es kommt plötzlich ein Schmetterling oder Falter raus, der uns Bienen gar nicht mag, dann sind wir aber schön angeschmiert, ja? Wir nehmen sie erstmal in unsere warme Stube. Und wenn der Schnee ganz weg ist, hängen wir sie wieder an irgendeinem Ast auf. Ich friere wie die Schneider. Und außerdem, ich finde es aufdringlich, wenn man sich da einmischt. Hä? Du, Maya, jetzt liegt die ja auf einmal in meinem Bett. Ja, freilich. Das weiß ich doch. Die ist ja viel zu groß und das Bett ist viel zu klein. Aber Willi, das klein. Ist doch gar nicht wichtig, ob sie zu groß so. Ist. Hauptsache, sie liegt schön warm in deinem Bett. Ah ja, und wo soll ich schlafen, wenn sie in meinem Bett liegt? Dürfte ich sie mir mal ansehen, ja? Ich weiß gar nicht, ob man sie überhaupt ins Bett packen sollte. So meinen Sie? Nun möchte ich doch wirklich wissen, wie lange das so weitergehen soll, dass Sie ständig Ihre Nase in unsere Angelegenheiten stecken. Jedes Mal, wenn Sie hier aufkreuzen, zahle ich drauf dabei. Sie murksen hier mit der Puppe dazwischen und prompt landet sie in meinem Bette. Gehen Sie, gehen Sie! Aber ich habe doch gar nichts getan, wirklich gar nichts. Ja. Los, Willi, wach auf, der Freund!
Hast du nicht gehört, Willi? Es ist endlich Frühling geworden. Komm, ich zeig's dir. Ja. Ah, endlich wieder frischer Honig und Blütenstaub. Du, Maja. Ja, was ist, Willi? Was mag die Puppe jetzt machen, hm? Die Puppe, die habe ich ganz vergessen. Wie das alte Bienensprichwort sagt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Was machen wir nun, wenn sie ausgeschlüpft ist, während wir nicht da waren? Da hätten wir aber eine Bescherung. Da würde ich nicht lange darüber reden, sondern nachsehen. So? Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab den Winter überstanden. Oje, oje, oje. Mit der Hüpferei will es noch nicht so richtig gehen, aber es wird schon wieder. Oh, frisch gebügelt und gestriegelt, jetzt wollen wir mal sehen, was die Maja macht. Ich kann sie nicht behalten. Das musst du aber, sonst fällt sie runter. Beeil dich ein bisschen mit dem Festmachen. Ja, wie sagst du so, ne? So, ich glaube, so hält es, Willi. Ist gut. Na, da bin ich gespannt. So, jetzt müssen wir dich alleine lassen, Puppilein. Nun mach mal schön weiter. Also kaum ist man aufgewacht aus dem Winterschlaf, schon ist man wieder mittendrin im nächsten Abenteuer, das die beiden anzetteln. Ach, was reg ich mich auf. Hallo, ihr beiden, ich bin auch wieder da. Hm? Ah, Willi! Ja? Ah, da ist ja der Flip. Tag. Ja, Tag, Flip, schön, dass du wieder da bist. Das will ich wohl meinen. Ich habe auch schon die erste große Portion Frühlingssalat intus. Also der Puppenform nach würde ich hier auf einen größeren Schmetterling tippen. Vielleicht ein Schwalbenschwanz oder so? Ein Schwalbenschwanz? Das wäre aber toll. Ja. Na, was ist denn hier los? Ah, ich kann mir schon denken, was die hier wollen. Diese Totengräberstrolche wollen an unsere Puppe ran. Ja, ganz recht gedacht. Ich hätte ja noch ein bisschen gewartet, aber die hier behaupten alle, dass die Puppe schon tot ist. Und man könnte sie ruhig aufessen. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Mich könnt ihr nicht für dumm verkaufen. Das habt ihr euch doch bloß alles ausgedacht, weil ihr sie fressen wollt. Willi, wir bleiben jetzt bei ihr. Hörst du? Also, ihr habt's gehört. Finger weg von unserer Puppe, sonst könnt ihr was erleben, wenn ich komme. Flip, wo bist du? Flip, wo bist du? So was, wo ist er denn? Flip. Wo steckt der bloß? Vielleicht in seiner Sauerampferplantage. Willi, wo bleibst du? Du, Maja, stell dir vor, das mit unserer Puppe wird nichts. Von wegen, die hat sich gerade bewegt. Sie muss bald schlüpfen. Den Flip habe ich nirgendwo finden können, aber ich habe zwei Schmetterlinge belauscht. Sieh mal, das sind alles kleine Babys, die da aus den Eiern rauskommen. Du wirst sehen, das will ich aber auch hoffen bei der vielen Mühe, die wir mit dir gehabt haben. Da, sie bewegt sich, Willi. Ja. Na, hoffentlich kommt sie heil raus aus der Hülle und kann auch fliegen. Das ist aber ein komisches Insekt. Ja, recht merkwürdig. Ja. Also, das muss ich schon sagen. Ich hätte nie gedacht, dass es hier draußen so hell ist. Und Tag. Tag, Sie. Wer sind denn Sie? Ich heiße Clyde und bin die Küchenschabe. Hast du was ausgefressen oder warum versteckst du dich da drin? Naja, ich fühle mich im Hellen nicht besonders wohl. Warum, weiß ich nicht. Aber ich habe doch gesehen, wie du ziemlich schnell rumgekrabbelt bist. Naja, darin habe ich Übung. Ich muss nämlich viel hin und her laufen. Bei den Menschen, wo ich wohne. Wieso wohnst du bei den Menschen? Natürlich, ich lebe ja bei ihnen in ihren Häusern. Aha. Ich sag mal, Herr Küchenschaberich, wenn du nur bei den Menschen so rumschabst, bist du da nicht gut Freund mit ihnen? Naja, gut Freund sein kann man nicht direkt sagen, aber irgendwie auf ihre Weise sorgen sie schon für uns. Aber ehrlich gesagt, ich habe es ziemlich satt, in so einem Menschenhaus zu leben. Und darum habe ich auch die erstbeste Gelegenheit ergriffen, um mal für ein paar Tage ins Freie zu kommen. Ich muss schon sagen, du stehst ganz gut im Futtern. Soll ich euch mal was sagen? Ich habe schon wieder Hunger. So, ich glaube, da weiß ich was für dich. Ich bin ja gespannt, ob es dir dort gefallen wird. Komm, wir führen dich hin. Gut. Hey, hier lang. Ja, ich komm schon.
und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Irgendwie finde ich es lächerlich, dass ich hier mit fünf anderen die Milch teilen soll, die aus einem Baum herauströpfelt. So, was ist daran lächerlich? Wir teilen uns immer die Milch und finden das völlig in Ordnung, wenn ich das mal in aller Deutlichkeit sagen darf, mein Herr. Ich verstehe, ich verstehe. Ich wollte euch nicht beleidigen. Seid ruhig froh, dass ihr so genügsam seid. Ich bin ja nicht neugierig, aber ich möchte doch gern wissen, was du dann isst, wenn du so großspurig tust. Es ist ja kein Geheimnis. Also für gewöhnlich esse ich Beefsteak, Käse, Brot, Apfeltorte, Butter, Kohl, Schokolade. Und ich trinke Wein, Fruchtsaft, Kokosmilch und richtige Milch. Wo wächst denn das? Auf was für Blumen, hä? Das ist aber eine sehr dämliche Frage, meine Kleine. Das sind natürlich alles Speisen, die für gewöhnlich die Menschen zu sich nehmen. Jetzt verstehe ich. Du isst ihnen alles weg. Dann isst du also dasselbe, was sie essen. Sehr richtig. Sie lassen mich von dem essen, was sie selber auch essen. Ich nehme an, es liegt daran, dass ich das einzige Insekt bin, das die Menschen wirklich lieben. Tatsächlich? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist, wie ich es euch sage. Irgendwie ist es ja ungerecht, wenn man hört, wie nett die Menschen zu ihm sind. Uns wollen sie doch immer zu fangen. Hab ich nicht recht? Meine Ungerechtigkeit. Tja, was dich betrifft, Schmetterling, verstehe ich das schon. Du bist eben so hübsch, dass sie dich unbedingt haben wollen. Um ehrlich zu sein, darum beneide ich dich direkt ein bisschen. Und das ist mir bei aller Liebe, die sie mir entgegenbringen, noch nicht widerfahren. Und was ich damit sagen will, meine Lieben, mich haben sie noch nie versucht, mit der Hand zu fangen. Nicht, dass ich mir etwas darauf einbilde, aber wir Küchenschaben werden von den Menschen sehr respektiert. Das ist ja toll. Wenn ich mal bei den Menschen wäre, würde ich mir wünschen, dass sie mich auch so lieb haben wie dich. Hilfe! Hilfe! Oh, ist das nicht die Frau Weberknecht? Helft mir, bitte helft mir! Unser kleiner Sohn ist bei den Menschen im Haus und kommt nicht mehr raus. Wenn sie ihn finden, schlagen sie ihn bestimmt mit einer Fliegenklatsche tot. Was reden Sie denn da? Die Menschen sollen ihn umbringen? Was für ein Unsinn. So, sein Vater hat sich auch mal zu ihnen verlaufen. Drei Beine haben sie ihm ausgerissen und er ist gerade noch mit knapper Not mit dem Leben davongekommen. Hörst du das, Kleid? Du bist doch mit den Menschen gut befreundet. Hol doch bitte ihren kleinen Jungen wieder raus, ja? Ja, ja, nun regen Sie sich mal nicht auf, meine liebe Dame. Ich gehe ja schon. Ich hatte sowieso genug von dem Leben im Freien. Dankeschön, Kleid. Und mach so schnell, wie du kannst. Ja, ich nehme die Sache in die Hand. Aha, ihr kommt auch mit, ihr beiden? Na wunderbar, dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie komfortabel ich bei den Menschen lebe. Ja, ja. Das mache ich gleich nochmal. Kleid, wenn sie ihn finden, ist es um ihn geschehen, stimmt's? Eben mal mit der Ruhe. Das ist der richtige Moment. Hilf ihm jetzt, schnell! Gut, gut. Ich gehe rein und verhandle mit den Menschen. Wartet ihr hier. Reingehen ist gut gesagt. Wie willst du denn reinkommen? Keine Sorgen, meine Lieben. Für mich ist überall ein Türchen offen. Na, seht ihr, wie ich reingekommen bin? Gut habe ich das gemacht, hm? Ja, ja, ich wollte ja jetzt mal was machen und nicht nur rumprallen. Genau, hilf dem Spinnenjungen, schnell! Hey, Junge! Ja, du da! Lauf rasch zurück zu deiner Mami, die macht sich schon Sorgen! Der hört einfach nicht! Oh! Oh! Das hab ich mir gleich gedacht, dass das mit dem nicht funktioniert. Komm, wir gehen da auch rein, Willi! Oh. Hey, ihr! Kümmert ihr euch doch bitte um den Spinnenjungen! Ich muss mich erst mal ein bisschen verschnaufen! Oh. Hallo, komm mit uns. Wir bringen dich zu deiner Mami. Sie hat schon Angst um dich. Na komm, sei ein braver Junge. Was du willst? Hey, lass mich. Na, jedenfalls habe ich dich. Oh, oh, oh. Oh, also das muss man ihr lassen. Oh, 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 oh. Ausdauer hat die Dame. Oh. Mama, ja, der Kleid kommt her zu uns. Und die mit dem Besen auch. Lass uns schnell wegfliegen. Na dann, ich will weg. Ja. Hui, ho, hups. Oh, es kommt Nebel auf. Das ist gar kein Nebel. Das ist Insektenvertilgungsmittel. Das ist natürlich weniger schön, aber das macht nichts. Da kommt nichts, ihr Lieben. Ja. Oh, ist schon widerlich, dieser Geruch. Das ist kein Geruch, das ist die reine Luft.
Sieh mal, da hinten ist der Ausgang. Komisch, da tut der Wunder, was für ein Kerl das er ist. Und dann macht er gleich schlapp. Nun, und jetzt gleich, dürfen wir ihn gleich auch noch schleppen. Immer dasselbe mit den sogenannten Kerle. Ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Fein Auge ist schief gegangen. Da hast du Angst gehabt, ich nicht. Danke, mir hat's gereicht. Mir sind direkt die Tränen gekommen. Nee. Da war es schöner hier draußen als da drin in der Röhre. Clive, wenn es hier so gefährlich ist, komm doch mit uns und lebe mit uns im Wald und auf der Wiese. Warum denn? Ich werde doch nicht mein gemütliches Zuhause, so ein komfortables Heim aufgeben. Nein. Ist das ein gemütliches Heim, wo man husten muss? Schön, ab und zu kommt sie mal mit ihrer Nebelspritze, aber im Wald wimmelt es von Fangheuschrecken, Würmern und giftigen Spinnen und anderen Insekten. Na ja, sicher. Die wollen uns alle fressen. Die Menschen kämen nie auf die Idee, eine Küchenschabe zu essen. Oh, hab ich einen Hunger. Ja, da wollen wir doch gleich mal sehen, was es heute Feines gibt. Ihr könnt mich aber alle gern mal öfter besuchen kommen, Kinder. Ja, vielleicht. Dann gehen wir alle miteinander, in den Spülstein, hinein. Sieh mal, so eine feuchte Wohnung. Und das gefällt ihm auch noch. Das ist ja sein Nektar. Ich fliege jetzt jedenfalls zurück. Wahrscheinlich willst du schon wieder was essen. Aber ich habe auch Hunger. Komm, die Blütenstaubklößchen warten. Oh ja. Klöße, wir kommen.